Hallöchen, ihr Lieben. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pioneers of Pagonia. So, wir gucken uns jetzt mal an, wie die hier unsere Eisenbarren machen. Ja, okay. Kommt erst in den Ofen. Das sieht aus wie ein Baguette. Aber ist schon süß gemacht. Ich meine, so detailliert hätte man es nicht machen müssen. Ja, meine Eisenbarren. Achso, Silber können die ja eh noch nicht machen. Wir haben da noch gar keine Silberabbaustelle. Aha. Gut, dann macht ihr noch ein paar Eisenbarren erstmal. So lang. Die Grenzsteine gehen uns langsam ein bisschen aus. Ihr macht Steine. So. Schmelzhütte haben wir. Wir müssen immer noch... Haben wir jetzt eigentlich genug Wachen oder müssen wir noch Wachen ausbilden? Was macht ihr hier gerade? Wir haben noch 4 Holzspeere. Ihr seid auch fertig. Dann haben wir jetzt hier Rucksäcke. Ihr bildet aus. Und ihr bildet auch aus. Ihr habt noch was zu tun. Okay, dann können wir gleich die Wachtürme alle besetzen. Geht's da auch vorwärts. Was sagt unser Lass die mal kurz noch Stein mit abbauen. So. Wir können Rehe jagen gehen. Wir bauen jetzt hier oben einen Jäger. Nämlich. Ich öffne alle Wachtürme. Aber ich kann denen nicht irgendwie sagen, dass die jetzt gerade eigentlich gar kein Land einnehmen sollen, oder? Das machen die immer. Anscheinend. Funktion von Werkzeugschmiede abgeschlossen. Null, 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 ihr habt nichts mehr zu tun. Hier los ist. Was kann ich euch eigentlich noch so erzählen?
Wir haben. Ich mache einen Planierer und einen Zimmerer. Dann haben wir auch die Bauarbeiter ausgebildet. Ich vergesse aber, dass ich auch mit den Pfeiltasten ja hier über die Karte gehen kann. Ich ziehe die Karte immer lieber ein bisschen hin und her. Super schöne Wegführung. Wie so eine kleine, wie so eine Sanduhr. Habe ich schön gemacht. Okay, es fehlen noch drei. Kommen die noch? 7 von 10. 10 von 10. 10 von 10. Ach Mensch. Stopp. Wir brauchen noch mehr Wachen. Nee, warte, Wachen waren hier oben. Bin auch richtig doof. Ich muss das natürlich auch aktivieren, das Gebäude. Es tut mir leid, falls ihr das da vor dem Bildschirm gerade die ganze Zeit schon dachtet. Die hat dieses Gebäude nicht aktiviert, das wird nichts. Ja, hab's jetzt auch gemerkt. So, wir stoppen hier auch mal die Produktion. Das Mehllager ist voll. Wir brauchen Flachs. Flachs, Flachs, Flachs. Okay. Da kommen noch zwei Anwärter. So, der Jäger jagt da oben. Die können doch die Felder auch mit bedienen. Da mache ich hier überall Flachs hin. Ich weiß nicht, ob es dafür auch einen schnelleren Weg gibt. Hier mal ein bisschen los.
Die können ja mit der Getreidefarm können die ja auch die Felder bedienen. Stellen. Wartet mal. Ich weiß nicht, wir haben jetzt 9 Eisenbarren. Könnten wir hier noch so Sichel und Messer und sowas machen? Einfach damit wir es mal gemacht haben. Brauche ich ein? Ja. Wir haben alles schon wieder verbraucht. Wir haben aber auf jeden Fall die Meißel hatten wir noch nicht. Das Messer hatten wir noch nicht. Sichel, Axt, Säge, Zange. Ihr sollt doch nicht die Hasen jagen. Ihr sollt die Rehe jagen. Okay. Geht hier gerade irgendwas in die Binsen? Außer Flachs? Macht erstmal Stopp. Wir haben gerade eh keinen Flachs mehr. Dann kümmern wir uns jetzt. Die Wachen sind ausgebildet, richtig? Dann probieren wir es jetzt nochmal. Mit den Wachtürmen. Okay, hier kommt 10. Hier kommt 10. Okay. Dann sollten wir es geschafft haben. Was ist mit euch hier los? Oh. Okay. Hier ist Stau. Ah, wir kriegen langsam Leder. Das ist gut. Das ist unsere einzige Ledereinnahmequelle. Okay, der Fokuspunkt ist dort noch. Was nehmen die hier eigentlich ein? Obwohl, nee, wartet mal, geht mal hier unten rum. Macht mal. Mach mal den Zippel fertig hier. So. Ihr habt noch zu tun. Ich muss schon sagen, ich hätte auch mal wieder Bock, Medieval Dynasty zu spielen. Kennt ihr das? Medieval Dynasty ist auch so ein Simulationsaufbauspiel, aber anders. Das müsste ich mal wieder spielen.
Schon wieder viel zu lange her, wo ich das zuletzt gespielt habe. Um genau zu sein, ein Jahr. Also wir haben jetzt Januar gerade, wo ich hier aufnehme. Und ich habe das im Januar 23 gespielt. Ja, vielleicht kommt das auf meine zu spielen Liste demnächst. Was denn hier mit euch? Okay, da kommen noch 6. Okay, dann sind das die 6, die noch fehlen. Und? Ja, Aufgabe fertig. Wisst ihr, dann könnt ihr auch wieder Schluss machen. Dann sparen wir uns die Grenzsteine. Die erobern hier hinten den Zipfel. Also, was heißt erobern? Ihr wisst schon. Nehmen den ein. Die Haseninsel hier hinten. Da war übrigens wieder das Vogelzwitschern. Das ist von Dismantle. Habe ich euch das letztes schon erzählt? Ist das jetzt wieder eingefallen? Das ist von Dismantle. Das Vogelzwitschern. Also, ich meine, das gehört ja niemandem, aber daran erinnert es mich. Silbertagebau. Ich denke, den Silbertagebau gehen wir jetzt mal als nächstes an. Das ist alles Laub. Hier ist Nadelholz. Könnten wir wieder ein bisschen Nadelholz gebrauchen. Kann ich dem Herrn hier eigentlich sagen? Machen wir ein bisschen Nadelholz. Das ist vielleicht besser. Silbertagebau. Ja, das da hinten haben sie ja noch nicht. Ich hab die auch gerade wieder davon abgehalten. Ich weiß nicht so richtig, ob sich das lohnt. Jetzt schon. Nun, hier schon mal nicht lang. Mist. Aber hier lang will ich eigentlich nicht. Aber ich muss, oder? Das sieht so doof aus. Warum 5 Jahre, bis das Silber von hier hinten hier vorne ist? Naja, ich kann es nicht ändern. Ich werde jetzt mein Dorf nicht komplett umbauen.
Silber ist selten. Ja, das habe ich gemerkt. Oh, hier sind ja auch ganz viele Rehe. Aber ich habe noch nicht ein einziges Wildschwein gesehen. Gibt es hier keine Wildschweine auf der Karte? Wir haben schon über ein Dreiviertel der Insel entdeckt. Ja, Leder steigt, Lederbestand. Gut, was machen wir jetzt noch? Gut, bis der gebaut ist, wird das noch einen Moment dauern. Zement brauchen wir, glaube ich, gerade keinen weiteren. War ein Ausgangslager voll. Stimmt. Da macht ihr Feierabend. Hier ist auch Feierabend. Ist auch erstmal Feierabend. Er macht noch die Zange. Sehr löblich. Die haben sich einfach den kompletten Eisenbahnbestand gesichert hier hinten. Okay. Fertig. Bauen wir noch ein paar Häuser? Ich lasse hier mal. Wie mache ich das jetzt? So. Also ich meine, hier in dem Haus würde ich auch wohnen wollen. Schön am Waldesrand. Werkzeugschmiede? Der ist ja schon aus. Die sind auch aus. Wie sieht's hier aus? Wir haben nicht mehr viele Grenzsteine. Erst wieder produziert werden. Ein Ausgangslager voll, dann Feierabend, Jungs und Mädels. Dann gucken wir hier noch einen Moment zu. Wenn Baustellen im echten Leben auch mal so schnell laufen würden, arbeitet werden würden.
Ihr versteht mich schon. Deutsch, schwere Sprache. Das Lager einfach hier unten. Ja. Die sind fleißig. Ich meine, die Entdecker, die lasse ich halt einfach mal laufen. Die entdecken ja doch immer noch. Ich hier noch eine Entdeckerhütte hinpacke. Was hat die denn für einen Radius? Wo genau haben wir eigentlich Entdecker-Dinger? Wir haben hier einen. Der ist halt ausgereizt. Den könnten wir eigentlich stoppen. Und wo haben wir noch einen Entdeckerposten? Hier. Na, die könnten mal mehr in die Richtung hier fokussieren. Könnte hier hinten noch einen hinsetzen. Oder auch nicht. Könnte hier einen hinsetzen. Wir brauchen schleunigst wir brauchen auch eigentlich gerade die Balken nicht. Ich mach eine Pause. Und du sammelst mal hauptsächlich Nadel. Hier ist halt noch viel mehr Laubbaum als Nadelbaum. Das ist schon nicht ganz gleichmäßig verteilt. Macht mal einen Silberbaum. So, jetzt warten sie auf Personal. Herstellung im Gange. Ach, das ist der letzte Eisenbahn, den sie jetzt noch fertig machen. Sieht auf jeden Fall schwer aus. Kommen die Träger. Okay. Dann beenden wir einfach die Folge von heute an selber Stelle. Einfach wie gestern. Wir warten wieder auf die Herstellung eines Silberbahn. Beziehungsweise letztes Mal war es ein Eisenbahn. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt das, was ich hier mache. Ich weiß, es ist ein bisschen ruhig. Ein bisschen mehr Action fände ich tatsächlich auch ganz cool. Ich weiß nicht so richtig, was ich noch alles machen soll. Aber lieber so, als unser Dorf wieder
zu ruinieren. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns sehr gern morgen wieder. Habt noch einen schönen Tag. Bye bye. Tschüss.